Ja, hallo und willkommen bei E-Bike Tom. Heute fahre ich mal mit euch eine schöne Tour zum Fängersee und bis jetzt ist irgendwie alles schief gegangen, was schief gehen kann. Ja, angefangen davon, dass ich mir erst eine Jacke mitnehmen wollte, habe mich dann aber kurz vorher noch dagegen entschieden. Jetzt auf der Tour wird es doch deutlich kühler als ja, angekündigt, weil irgendwie soll es 25 Grad werden. Mal schauen. Wir haben es jetzt noch angenehme, frische 17 Grad. Und dann mit Fahrtwind, ja, könnt ihr euch ja natürlich vorstellen, wie es sich da so fahren lässt. Ja, wie gesagt, heute geht es zum Fängersee. War ich auch noch nie gewesen und bin auch wieder gestartet hier von Ahrensfelde, Entschuldigung. Von Ahrensfelde bin ich aus gestartet. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, das ist übrigens auch eine komplett neue Route nach Alt-Landsberg, die ich jetzt fahre, die ich vorher so auch noch nicht gefahren bin. Und ja, ich muss sagen, gefällt mir gut. Gefällt mir bis jetzt gut. Ist zwar Landschaft nicht, ihr seht selber, ist sehr attraktiv. Aber eine schöne ruhige Straße, eine Nebenstraße, die ich hier entlang fahre und ja, das ist die Hauptsache. Ich habe meine Ruhe und habe mal wieder was Neues kennengelernt. Ja, wie gesagt, heute ist einiges irgendwie schiefgelaufen, schon am Anfang der Tour. Und dazu gleich mehr. Ja, wie gesagt, heute ist schon anfangs der Tour so einiges schiefgelaufen. Ich habe immer wieder Sachen vergessen, obwohl ich echt gut geschlafen habe und musste 3-4 Mal in die Wohnung zurück. Und ja, so fing die Tour schon irgendwie sehr seltsam an. Und ich war schon auf den ersten Metern am Überlegen, ob ich überhaupt diese Tour heute fahren soll. Habe mir aber dann gedacht, komm, da musst du jetzt durch. Ja, gut. Die ersten Meter auf dem Fahrrad oder auch jetzt. Jetzt wird es ein bisschen angenehmer von den Temperaturen her. Ich glaube, es ist um 1, 2 Grad vielleicht gestiegen seit Tourbeginn. Oder mir macht die Kälte jetzt nichts mehr aus. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt doch zufrieden, dass ich diese Tour fahre. Aber was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist jetzt zum Fängersee zu fahren. Und es war eigentlich auch geplant, mit euch zum Bötzsee zu fahren, der noch ein paar Kilometer weiter weg ist. Aber das habe ich jetzt erstmal gecancelt, weil das Wetter irgendwie jetzt doch nicht so ist, dass ich sicher sagen kann, es wird nicht regnen. Und ich möchte irgendwie nicht kletschnass werden und dann bei diesen doch kühlen Temperaturen kletschnass 25 Kilometer nach Hause fahren müssen. Da habe ich doch ehrlich gesagt keine Lust zu. Ja, deswegen fahren wir jetzt erstmal zum Fängersee. Und der liegt nämlich auf der Hälfte der Strecke. Ja, was ist mir sonst noch aufgefallen? Und zwar, ihr kennt ja mein Problem mit dem sechsten auf den siebten Gang hochschalten und dann packt der Gang irgendwie nicht richtig. Dieses Problem ist heute verschwunden. Ich vermute ganz stark, das hat auch mit den Temperaturen zu tun, weil Material dehnt sich ja bei Hitze aus. Die letzten Touren war es immer relativ warm bzw. heiß. Und jetzt ist es relativ kühl und das Problem ist nicht mehr da. Gut, aber das müsste auch nur eine Feinjustierung sein, die ich hier vornehmen muss. Aber das werde ich jetzt auch bald in meiner Inspektion machen lassen. Ich formuliere nicht selber rum. Klar, kann man, ne, kein Thema. Ist ja auch kein Hexenwerk, aber ich habe hier noch Garantie auf das Fahrrad und deswegen wird hier alles schön mit Inspektion, mit der Werksinspektion ordentlich gemacht und deswegen werde ich das dann machen lassen, das ist auch gut. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß, bis später.
Ja, Freunde, und jetzt fahre ich hier ein Stück von 4 Kilometern auf der Landstraße Richtung Buchholz. Und ja, hoffe, dass ich gleich in Buchholz angekommen bin, weil ich fahre nicht gerne Landstraße. Aber wenn ich mir überlege, ich bin damals mit dem E-Scooter diese Strecke gefahren, dann war mir dann noch viel mulmiger wie als auf dem Fahrrad. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mit dem E-Scooter wirklich hier diese Straße entlang gefahren bin. Aber muss, weil das ist die einzige Route nach Buchholz von Altlandsberg. Deswegen wundert es mich umso mehr. Naja, jetzt haben wir ja unser schönes E-Bike, unser schönes Profete. Und deshalb ist alles in Ordnung. Ja, in Buchholz angekommen. Jetzt erstmal ein Päuschen. So, Freunde, ich habe hier eine einigermaßen akzeptable Stelle gefunden, wo ich jetzt ein kleines Päuschen mal mache. Und ja, allzu weit ist es ja auch nicht mehr bis zum See. Und jetzt mache ich nur hier so ein kleines kurze Rast, trinke mir mal einen Schluck und dann fahre ich wieder weiter. Und dann sage ich mal bis gleich. Ja, hallo Freunde, hier ist wieder euer E-Bike Tom und ich habe mein erstes Ziel erreicht, den Fängersee. Ja, und jetzt mache ich hier erstmal ein schönes Päuschen und genieße die schöne Aussicht. Ja, der Weg hierhin, gerade die letzten Meter waren nicht so schön. Da musste ich wieder über so einen Schotterweg fahren. Und ihr kennt mich ja, Schotterwege mit meinen dünnen Reifen sind nicht so toll. Ich habe ja auf Rügen hier EMTBs ausgeliehen und habe ja da mal ein bisschen mit testen können. Und die waren, was diese Schotterwege betrifft, sehr, sehr angenehm. Und deswegen werde ich aber jetzt nicht meinen Prophet der Entdecker direkt verabschieden, um mir ein EMTB zu legen, sondern ich werde jetzt hier auf eine andere Alternative umschwenken. Und zwar werde ich mir eine andere Bereifung drauf machen. Ich muss mal nachfragen, wie breit man welche Reifen drauf machen kann auf dieser Felge, und auf jeden Fall, dass es dann auch ein Reifen wird, der deutlich mehr Profil hat, weil es ist halt ein reiner, ja, ich sag mal, Asphalt oder Straßenreifen. Und ich sag mal, ja, ist auch richtig, zu 90% fahre ich nun mal auf Asphalt, aber ich möchte nicht auf den letzten 10% meiner Tour irgendwie einen Platten riskieren, und deswegen werde ich jetzt erstmal zukünftig dann, sobald die Inspektion vorgenommen wird, einmal Profete da auch mir andere Reifen drauf machen lassen, die halt deutlich mehr Profil haben, und hoffe, dass ich damit dann auch gut über diese Schotterwege komme, weil ich habe immer ein schlechtes Gefühl und fahre wie auf Eiern über diese Schotterwege, weil die haben teilweise auch sehr spitze Steine. Und naja, ne? Aber bis jetzt bin ich erstmal sehr zufrieden mit meiner Tour. Die Temperaturen sind auch ein wenig angestiegen, aber ich denke mal so nur um 2 Grad. Aber es ist jetzt, sag ich mal so, ja, um die 20 Grad, und es geht. Na, es geht. Ja, hier im Wald ist es ja eben ein bisschen windstill und deswegen tut es dem ganz keinen Abbruch. Nur wenn ich in die Wolken schaue, schaut selber,
Das ist alles grau in grau und das sieht deutlich nach Regen aus. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Aber ich habe ja erstmal mein Ziel erreicht. Ich wollte noch zu einer anderen Stelle und schau mal, ob ich diese Stelle jetzt mal schnell anfahre, bevor es wirklich anfängt zu regnen, und werde dann auch wieder ganz schnell dann meine Heimreise antreten. Weil ich habe nichts mit, dummerweise. Das ärgert mich sehr, dass ich hier nicht an meine Regenklamotten gedacht habe, und ganz, weil heute Morgen, als ich losfuhr, war es sonnig und der Wetterbericht sagte auch voraus, ja, Wolke, Sonnenmix, ne, aber gar kein Regen, und jetzt sieht halt hier so ein bisschen nach Regen aus, was mir gar nicht gefällt. Naja, ich melde mich dann später. Bis gleich. Ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite vom See. Eben waren wir noch da hinten. Jetzt bin ich hier einmal rumgefahren und habe hier diese Stelle noch entdeckt. So, jetzt fahre ich hier entlang des Sees. Ja, auf so einem Waldweg. Na gut, der Waldweg ist jetzt in Ordnung, weil er ist relativ sandig und hat weniger Steine wie der Schotterweg, den ich eben noch gefahren bin. Und das ist soweit alles in Ordnung. So, jetzt fahren wir hier von dem See wieder zurück über diese schöne Waldautobahn, die mir sehr gut gefällt und die ich ja auch schon mal befahren bin. So, jetzt sind wir wieder zurück in Altlandsberg. Wir fahren entlang der alten Stadtmauer von Altlandsberg und ja, ich werde jetzt hier auch gleich mir noch mal eine schöne kleine Bank suchen und dann ein Päuschen machen. Freunde, wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Ich bin jetzt wieder hier angekommen im Hoppegarten. Ich befinde mich gerade bei einem Griechen und werde jetzt erstmal lecker zum Mittag essen. Ja, ich hoffe, die Tour hat euch wieder gefallen. Dann würde ich mich doch über einen Daumen nach oben freuen. Ja, und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Abenteuer von E-Bike-Tom zu verpassen. Es grüßt euch euer Tom und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.